Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder mit einer neuen Runde Titan Quest. Ich hatte jetzt natürlich nicht verkauft. Das war ja klar, weil Zeit und so und logisch, kennen wir ja nicht anders. Dann habe ich, ach komm schon, muss denn das jetzt echt mal sein? Dann hatte ich jetzt gerade noch mal geguckt nach einem grünen Helm, der vielleicht für uns in Frage kommt, damit ich auf die mehr Intelligenz komme, die ich brauche, um den, ich glaube, deutlich mehr schadensbringenden. Ach komm. Echt jetzt mal. Ach komm schon hier. Seh zu, dass du wegkommst. Um den Stab, der glaube ich. Sag mal. Gibt's denn das noch? Seh zu, dass du wegläufst. Seh zu. Ihr Scheißviecher. Aber, weil das Einzige, was ich mit Plus Intelligenz gefunden habe, ist das hier. Bringt uns plus 15% Intelligenz, lässt sich aber nur einen Kopf, also einen Helm einschrauben. Ach, was ist denn da jetzt wieder gedroppt? Wahrscheinlich wieder komplette Scheiße, die kein Mensch braucht. 104. Oh, 20% Elementwiderstand. Netzwiderstand nochmal on top. Energieregeneration, ich glaube. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was das war. 104 Rüstung, hat zwar ein bisschen weniger Rüstung. Ich will mal gucken. Glaube, wir haben zwar ein bisschen weniger Gesamtrüstung. Gut, Durchschlagschaden geht aufflöten, war zu erwarten. Ich probiere es mal. Wir haben auf jeden Fall mehr Schutz vor Elementen. Und auch bei den Dingern hier, diese hier, gibt's, habe ich nichts gefunden, was irgendwo uns intelligenztechnisch nach vorne bringt. Wir bleiben weiterhin dumm genug, den Stab zu tragen. Also zu dumm, nicht dumm genug. Das klingt ja, als wenn dumm sein ein positiver Aspekt wäre, wobei ich mir bei manchen Menschen nicht wirklich sicher bin, ob es für die Sicht sogar positiv ist. Das steht aber auf dem anderen Blatt. Also von daher werden wir es sehen. Schnauze. Ich sagte Schnauze. Ja, heute ist Sonntag. Gestern, ach komm. Gestern hatte ich für die Abendfolgen, ich mache jetzt erstmal eine Grim Dawn Pause und habe Last Epoch angefangen nochmal. Da hat sich ja viel getan in den letzten Monaten. Ich habe es jetzt lange nicht mehr gespielt. Da bin ich halt natürlich noch ganz am Anfang, weil ich einen komplett neuen Char gestartet habe. Ich hätte jetzt noch mal die ganzen Mega-Monster, wie immer man sie nennen kann, also die Boss-Monster, die Ultra-Bosse, whatever, hätte ich mir noch mal raussuchen können, aber ehrlich gesagt, da fehlt mir die Zeit für. Zurzeit ist es halt echt schwierig, das zeitlich alles auf eine Reihe zu kriegen. So wie letzte Woche war ich ja 2 Tage beruflich in Hamburg. Und ja, wenn einem da die Zeit fehlt, ist natürlich schwierig, ne? Mittwoch und Freitag und gestern habe ich gestreamt. Gestern habe ich Last Epoch ein bisschen aufgenommen.
Schnauze. Und Podcast aufgenommen. Ja, so ist die Woche dann. Ach, komm schon. So ist die Woche natürlich recht schnell, recht voll. Und dann schafft man auch nicht mehr so viel. Man möchte auch noch so ein paar andere Sachen machen, außer zocken. Ich habe mir jetzt montags immer streamfrei sozusagen genommen, weil es läuft ja aktuell die erste Staffel von Last of Us, von der Spieleverfilmung auf Sky-Serie. Und da gibt es ja zwei Folgen bisher und die haben mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich einfach mal so sagen. Die haben mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, die ersten beiden Folgen. Und gestern wurde von HBO bekannt gegeben, es wird in jedem Falle... Warum haben wir das eigentlich alles da hinten, aber noch nicht alle Sekunden? HBO hat gestern bekannt gegeben, dass es auf jeden Fall eine zweite Staffel geben wird, Minimum. Aua. Warum sage ich Minimum? Weil der Showrunner der ersten Staffel, es ist ja zum einen Neil Druckmann, der Produzent des Spieles, der da das Sagen hat, und zum anderen ein Herrn Mazin, glaube ich, wird er ausgesprochen, der auch schon die Serie Chernobyl gemacht hat und das ja auch sehr gut gemacht hat. Und der Herr Mazin sagte, wenn wir das zweite Spiel verfilmen oder als Serie machen, könne er sich vorstellen, dass man da... Was ist da jetzt wieder gedroppt? Irgendwas, das Schaden macht. Durchschlagschaden, das ist wieder... Dein Gepäck ist voll. Ja, das alte Leiden, Leute. Und ich habe es, wie schon erwähnt, nicht geschafft zu verkaufen. Du hast keinen Platz mehr. Okay. Ist jetzt so. Wenn ich es jetzt diese Woche wieder nicht schaffe, mache ich eine Verkaufsfolge. Ist mir dann egal. Ich nenne sie dann auch Verkaufsfolge. Und gut ist. Was wollte ich sagen? Hier Bögen können wir gar nicht gebrauchen. Wo kann ich? Ich habe nur blaue Teile, glaube ich, an. Ja, kann nur Kopfschutz. 112, das war die. Die kann weg. Rüstung, Gesundheitsregeneration, Energieregeneration finde ich jetzt nicht so toll. Das ist alles so kacke. Bogen kann weg. Schild kann weg. Arm kann weg. Da fehlt uns eben halt. Wir haben 352. Wir brauchen irgendwie Intelligenz erforderlich 301. Eigentlich müsste ich das Ding da doch verwenden können. Wartet mal. Ja, das geht. Aber was macht es schadenstechnisch? Durchschnittlicher Schaden. Machen wir mit dem Grünen 333, 302. Ja, das ergibt ja gar keinen Sinn. Nö, den können wir vergessen. Da muss ich. Ja, jetzt machen wir. Ja, das ist für einen Arsch. Also der blaue Stab ist definitiv besser, dann können wir den hier gleich auch mal verticken, weil dann muss ich mir auch keinen Kopf mehr drum machen, ob ich Prozent Intelligenz brauche. Dann ist es Wumpe. Ich dachte, ich könnte damit mehr machen, aber wahrscheinlich war der niedrige Wert derjenige, der dann nachher ausschlaggebend ist und nicht der maximale Wert. Ja, was ich sagen wollte, genau. Und sie wollen wahrscheinlich das zweite Spiel... Das ist auch nicht mehr, oder? Nö. Hätte ja sein können. Wir wollen wahrscheinlich das zweite Spiel, weil es ist so, dass die erste Staffel im Grundsatz, ja danke,
Die erste Staffel ist im Prinzip das erste Spiel. Das haben sie wohl mit den neuen Folgen ganz gut hingekriegt. Also ich habe, wie gesagt, es gibt erst zwei. Und ja, mal gucken, ob sie es wirklich durchziehen. Die zweite Staffel dann entsprechend auch ab. Penner. Die zweite Staffel oder beziehungsweise das zweite Spiel dann in mehr als eine Staffel zu verpacken. Vorstellen könnte ich mir es ja. Das zweite Spiel ist ja, oder Last of Us Part 2, ist ja definitiv deutlich länger als der erste Teil. Hat halt mehr Story und auch mehr, ja, wenn es jemand auch nicht gespielt hat und es noch spielen will, werde ich jetzt nicht spoilern, aber mehr Überraschungen vom ganzen Spiel her. Und da kann ich mir eine Aufteilung in mehr als eine Staffel ganz gut vorstellen. Was natürlich richtig kacke wäre zum Durchgucken. Wer sich gerade gefragt hat, was hier so geklickt hat, das war mein Feuerzeug. Ja, man darf gespannt sein. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Wie gesagt, die erste macht mir gerade wahnsinnig Spaß. Zumindest die ersten beiden Folgen ist natürlich immer, man könnte jetzt sagen, ah, wenn es erst zwei Folgen gibt, kann ja immer noch schlecht werden. Und natürlich kann es das, die Frage stellt sich nicht. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Und ja, ich bin Last of Us Fanboy. Bin ich auch ganz ehrlich, hau ab. Ich liebe die Spiele. Ich habe mir ja auch das Last of Us PlayStation 5 Remake geholt, was ja im Grundsatz wirklich einfach nur ein Grafik-Update war, aber eins der wirklich guten Sorte. Wenn ich mir anschaue, wie die Optik von Last of Us 1 auf der PS5 im Upgrade sich so darstellt, muss man echt sagen, Hut ab. Sieht optisch wirklich gut aus. Eines der hübschesten PS5-Spiele, die es aktuell gibt. Also von daher, ja, könnte man sagen, ich bin ein Fanboy. Oder muss man sogar sagen, realistisch gesehen. Haut ab. Ich sag da, hau ab hier. War schon vorbei. Hätte ich gar nicht ausführen müssen, den Zauber. Auch nur Fallen überall. Ach ja, so, denn wir räumen nochmal eben den Raum leer und dann haben wir die Montagsfolge im Kasten. Genau, hier geht es eh eine Runde drunter und ich glaube, hier oben haben wir alles durch. Ja, eindeutig. Okay, Lieben, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Start in die Woche, wunderschönen Tag, wunderschöne Woche, was auch immer. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.